Ich bitte natürlich auch die Fans von Bayer Leverkusen den nötigen Respekt an dieser Stelle. Vielen Dank. Wir haben viele Gäste hier. Wir haben natürlich die Rot-Rote Aktiengesellschaft. Ich sehe hier natürlich unser Aufsichtsratsvorsitzender. Und ich sehe den Chef der Bergleute, Peter Schrimpf. Und Peter, du hast das Wort, bitteschön. Liebe Fußballfreunde, lieber Schalker, ich begrüße euch mit dem Gruß des Bergmanns mit einem herzlichen Glück auf. Ja, der gestrige Spieltag hat ja schon ganz gut begonnen. Da hoffen wir mal, dass wir das heute hier fortsetzen können. Aber ich kann leider nicht mit einer positiven Nachricht weitermachen. Wie ihr alle wisst, haben wir vor gut 14 Tagen, genauer gesagt am Barbara-Tag, am 4.12. unser Bergwerk Ibbenbüren geschlossen. In einer würdevollen Veranstaltung haben wir uns dort verabschiedet. Und wie viele von euch schon gelesen haben, hat sich in dieser Woche bei den Rückzugsarbeiten ein junger Bergmann tödlich verletzt. Er wollte heute hier im Stadion mit uns sein und mit uns dieses große Ereignis erleben. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Aber seine Kollegen haben auf seinen Sitz eine Grubenlampe gestellt. Ich verspreche, wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren. Übermorgen werden unsere Kumpel vom Bergwerk Prosper Haniel dem Bundespräsidenten das letzte Stück deutscher Steinkohle übergeben. Das wird ein Abend voller Trauer und Wehmut. Und wir sind sehr glücklich, dass wir in diesen schweren Tagen hier bei euch zu Gast sein dürfen und diesen würdevollen Abend hier erleben dürfen. Dafür sage ich schon mal vorab Danke. Ich möchte zweifach danken. Zunächst bedanke ich mich auch im Namen unserer Gewerkschaft, der IGBCE, von denen übrigens der gesamte Vorstand heute hier anwesend ist, unter der Leitung von Michael Vasiliadis. Also in unser aller Namen bedanke ich mich bei unseren Bergleuten. Liebe Bergleute, ihr habt bis zum Schluss gekämpft, im übertragenen Sinne auch in der 93. Minute noch Vollgas gegeben. Ihr wart mit Herzblut dabei. Und ihr habt alle Ziele erreicht. Ich bin sehr stolz und ich verneige mich vor euch. Und ich danke dem FC Schalke 04 und euch tollen Fans. Seit vielen Jahrzehnten habt ihr dem Bergbau die Treue gehalten. Das erkennt man an vielen Symbolen. Das erkennt man am Spielertunnel, an dem neuen Hobel, am Bergmannslied vor dem Spiel, an Schlägen und Eisen im Stadion und natürlich auch an euren Herzen. Dafür sind die Bergleute euch zutiefst dankbar. Wir haben auch als Dank etwas mitgebracht. Ich überreiche eurem Chef, eurem Aufsichtsratsvorsitzenden eine Grubenlampe, die die Verbindung vom Bergbau und Schalke auf immer symbolisieren soll. Und unsere Bergleute sind heute im Arbeitshemd gekommen. Und auf dem Rücken steht, Bergleute, dreht euch mal um. Ich habe es hier mitgebracht. Und auf dem Rücken steht, was wir sagen wollen. Danke, Schalke. Nochmals Dank von mir, liebe Fans. Euch alles Gute, Glück auf, haltet euch tapfer. Jetzt überreichen wir noch
Kohle brocken aus unserem letzten Streb an die Vorstandsmitglieder und den Ehrenpräsidenten. Bitte schön. Und den Aufsichtsratsvorsitz ja, natürlich auch. So, bitte. Danke, mein Lieber. Es ist ein sehr, sehr denkwürdiger Abend, liebe Schalker, liebe Bergleute. Schalke und der Bergbau sind unzertrennlich und nicht voneinander zu lassen. Und deswegen sind wir stolz darauf, dass wir heute Abend diesen denkwürdigen Abend zelebrieren dürfen. 1904 haben die Jungs, die Schalke gegründet haben, auf der Zeche eine Lehre gemacht. Und sie haben den Mythos Schalke begründet. Und deshalb sind wir unglaublich stolz darauf, dass wir heute demonstrieren können, dass wir eine Einheit sind. Eines versprechen wir. Wir bleiben dem Bergbau und den Bergleuten treu. Wir werden euch in einer Art und Weise in Erinnerung behalten, die den Schalker, der Schalker Mentalität entspricht. Ich möchte nochmal auf den tödlich verunglückten Bergmann zu sprechen kommen und bitte etwas um Ruhe, denn wir wollen ihm gedenken, dass man jetzt noch sein Leben verliert, wo schon viele, viele andere in den letzten 200 Jahren ihr Leben verloren haben. Ist einfach ein schweres Schicksal und dem möchten wir gedenken. Wir werden zusammenstehen und eines verspreche ich, und das sage ich im Namen aller Schalker. Dieses ist die allerletzte Grubenlampe. Vor 3 Jahren haben wir schon mal eine bekommen und wir werden dieses Licht nicht ausgehen lassen, sondern wir werden dieses Licht in einem großen, großen Andenken weitertragen. In unseren Herzen und in unserem Tun und Handeln. Ein herzliches Dankeschön und danke an alle. Glück auf! Glück auf!